Naja, vielleicht kann ich unseren beiden Freunden nochmal Hallo sagen. Wie nennen wir euch denn jetzt? Ich bin für Karl und Fritz. Das sind noch zwei coole Namen, oder? Hallo Karl! Wow, scheiße, der Sprung war zu kurz. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, aber der Schlag... Oh, toll. Öfter speichern, bitte. Danke. Nicht in die Lava springen, bitte, danke. Computer sagt ja. Dann lassen wir uns halt fallen, das ist sicherer. Obwohl, Moment mal. Bis auf die Heilkräuter ist da doch nichts. Die Karte schickt mich jetzt auch dahin. Gut, dann hat der Speicherpunkt wenigstens seinen Zweck erfüllt. Ich wollte gerade sagen, nee, den nennen wir jetzt nicht Karl und Fritz, nennen wir jetzt Karl und Lenny. Dann haben wir wenigstens einen gewissen Comedy-Faktor dabei, wenn ich die beiden so nenne. Müssen wir jetzt gucken, wo ist Homer Simpson hier in diesem Gebiet? Wahrscheinlich ist das so ein großer Lava-Klumpen oder ein fetter Steingolem, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, was mit Donuts zu tun hat. So riesige Stein-Donuts. Genau! Homer Simpson ist hier drin, das ist der Steinbeißer aus Die Unendliche Geschichte. Falls ihr noch jemand gut kennt. Genau der ist das, der Steinbeißer. Ha, das passt sogar. Auch von der Attitüde her. Haha, klasse. Heppa. Und das sieht nach einer Leiter aus. Eine Leiter. Orgasmusmusik für eine Leiter. Na gut, das spule ich wieder vor. Sehr beeindruckend, die Umgebung, wollte ich jetzt gerade noch anmerken. Ich habe mich zwar jetzt nicht umgesehen, aber allein schon dieser Anblick reicht, um mir zu sagen, also wenn das das Setting für Tempel des Todes gewesen wäre, dann wäre das beeindruckend gewesen. Ei, der Witzker. Na, dunkle Höhle. Wie viele Spinnen? Ich warne euch. Wehe. Die Umgebung hier ist viel zu heiß für Spinnen. Wenn jetzt hier eine Spinne auftaucht, dann nenne ich sie offiziell Lavaspinne und verlange von irgendeinem naturwissenschaftlichen Institut, dass sie nach mir benennen. Ganz ehrlich. Und für Skorpione und Schlangen gilt dasselbe. Obwohl, Schlangen sind Warmblüter. Aber was sollen die hier drin für Nahrung finden? Große Insekten dürft ihr auch nicht geben. Denn was sollten die Insekten essen? Logik. Evolution. Fail. Und Lavagrube. Auch egal. Moment, ist das nicht der Anfang? Nee, da liegt irgendwas. Das kann nicht der Anfang sein. Sieht immer aber sehr ähnlich. Laufe ich gerade im Kreis? Nein, definitiv nicht. Aber ich sollte es ab und zu wieder speichern, bevor ich wirklich im Kreis laufen darf, um alles nochmal zu machen. Golem? Nein, aber Spinne. Komm, ich hab dich gesehen. Komm. Ja, du da. Oh, da ist noch einer, oder? Nee. Oh mein Gott, es hat mich schon wieder sowas von erschreckt, ey. Weil die Spinne, diese Schräge hier runtergerutscht ist, dachte ich, da kommt noch einer auf mich zumarschiert. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel? Ich würde das Ding von der Form her... Ja, ein Heilschlüssel, genau. Ich würde das eher als Mordwerkzeug titulieren. So wie das Ding... Hallo Golem. Fick dich, Spinne! Fick dich, Spinne! Ich hab sie nicht gesehen, Mann! Diese, guck, wie Camouflage, ey! Die sieht man doch nicht auf dem Boden, das ist so unfair! Arge! War das die letzte? Sieht so aus. Ich tippe mal, ja, mit dem Schlüssel muss ich jetzt zurück. Das heißt eigentlich nur kurz dem Golem Hallo sagen und, ja, passt schon. Oh, der Golem ist müde, der will mir nicht guten Tag sagen. Wie unhöflich. Ich muss aber sagen, wenn das hier das Setting wirklich für einige der Filme gewesen wäre, das wäre verdammt geil gewesen. Ich meine, stellt euch mal vor, so ein Abenteuer als Indie. Es ist ja ziemlich unrealistisch, das irgendwie hinzukriegen vom Setting her. Aber, ja, wieder auf Tempel des Todes bezogen. Ich meine, was die am Ende im Heiligtum von Kali... Müsste ich es wahrscheinlich nennen, weil das Innere des Tempels klingt ziemlich langweilig. Auf jeden Fall, was dort drin alles zu sehen war, wie die das dargestellt haben, das sah extrem geil aus. Aber wenn ich das dann mit so einem Heiligtum von Shambhala oder dem Tempel von Palawan hier vergleichen muss,
so ein Kinofilm mit dem Setting hier, auch wenn er ein bisschen, naja, Slapstick, Fantasy-mäßiger angehaucht wäre. Also dafür würde ich gerne Eintritt bezahlen. Zumindest im Vergleich zu Königreich des Kristallschädels, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich fand den Film, naja, er hat die Trilogie fortgesetzt, aber würdig wäre nicht unbedingt das richtige Wort in meinen Augen. Vorspulen! Und freier Fall zum Schluss. Hei, 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 hei. Hat leicht wehgetan. Das lasse ich noch durchgehen. Leichte Schmerzen. Der alte Mann mit seinen Knochen. Oh, mir egal. Das Spiel will noch nicht, dass ich nach Süden gehe. Also, ja, wir haben den Haischlüssel, also gehen wir mal zum Haischloss. Das Schloss der Überhaie. Die Mutantenart. Dort, wo nur sie leben können. Bist du eine Abtauchplattform oder warte ich hier gerade umsonst? Nein, du bist eine Abtauchplattform. Ich hab's doch gewusst. Kann ich in der Zeit ja kurz speichern. Das wäre wahrscheinlich die die Zitadelle von diesem komischen Delfin-Oberbösewicht von dem Pinguin aus Madagaskar, nur in High-Version. Auch auf so einem coolen Auto, so einem coolen Scooter. Das wäre geil. Der Oberhai, der die Welt übernehmen will, auf einem Scooter. Yeah! Wenn das nicht arschcool ist, dann weiß ich auch nicht. Na komm, Plattform. Putzi, putzi, komm. Endlich. Das macht mich wieder nervös, wenn ich jedes... Auf schon wieder hier! Wuppdi-duhu! Komme ich eigentlich darüber mit Anlauf? Sieht so weiträumig aus. Moment. Das will ich testen, bevor es schief geht. Ich habe jetzt auf zu singen. Schon wieder! Denn ich kann nicht singen, nicht singen! Aber mich festhalten. Ja. Hi, was geht da unten? Aber ich... Moment, ich komme hier doch nicht hoch, oder? Das wäre Quatsch. Nee. Schade, das heißt, dass hier oben... Obwohl, da, Moment, ist da nicht ein Vorsprung? Genau da drüben. Nee, das sind nur Felsen, die schräg aus der Kante rausragen. Verdammt. Ja, dann war der Ausflug hierhin nutzlos. Und wir haben... Ach, Moment, jetzt habe ich gerade vergessen. Warst du Karl? Oder war der andere Karl? Verdammt. Nein! Geh weg! Hey. Lenny, geh weg! Du bist jetzt Lenny. Ist mir egal, ob du Karl oder Lenny warst, du sollst einfach nur weggehen. Weg, 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 weg. Tschüss. Böses Gespann. Gut. Hier war ja soweit nichts Gefährliches mehr, hoffe ich. Dann gucken wir doch mal, ob uns der Hai-Schlüssel auch irgendwie ins Hai-Heiligtum bringt oder sowas. Ja, der Wortwitz, der war angebracht oder beabsichtigt, aber ich meinte eher sowas wie ein Hai-Bassin oder sowas in der Art. Ich will verdammt sein. Sie hat sich geöffnet. Was für ein Zufall! Schlüssel öffnet Tür! Total unrealistisch! Speichern! Macht Laune! Ich habe ein ganz böses Gefühl, wenn ich das hier sehe. Ein ganz böses Gefühl. Ja, mit dem Felsen nämlich. So ein böses Gefühl. Ja. Ich tippe mal, die Tür hat sich geschlossen, ne? Ja, natürlich. Und dieser Felsen da drüben wartet praktisch nur darauf, dass wir eben das Go-Signal geben. Moment, Moment, ich habe eine Erinnerung. Hm. Da scheint was drin zu sein. Vielleicht kann ich das Ding mit der Peitsche bearbeiten. Sehr gut. Ich habe die Vermutung, einfach von der Auslösermechanik her, ich kann das Ding aufnehmen, Stein kommt angerollt, ich muss wegpeitschen. Die einzige Logik, die ich mir jetzt gerade erschließen kann. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich weiß ja auch nicht, ob ich es genau Erinnerungen nennen soll. Ich würde es gerade eher Instinkt nennen, weil die anderen Felsen, die ich bisher getroffen habe, waren nicht so freundlich und haben gewartet, bis ich irgendwas aufgenommen habe. Was ist das? Eine Tiki-Statue mit merkwürdigen Armstummeln. Oh shit. Ich muss hier... Na. Ich wollte gerade sagen, Indy!
Nein. Ich lass dich nicht mich töten, wenn ich schon so hart gefailt habe, um die ganze Zeit an den Block hier vorne rumzuspringen. Vergiss es, ich werde direkt neu laden. Den Tod gönne ich euch nicht, liebe Zuschauer. Eine Tiki-Statue. Mit merkwürdigen Armstummeln. Ah. Ja, komm. Peitsche! Und jetzt kletter schneller in die. Highfeld. Beifeld. Moment, da oben ist doch was, oder? Highfeld. Ja, hier ist eine Statue. Ha! Mal kurz in den Augenwinkeln gesehen, dass dir so hier ein Vorsprung war. Yay. Eine Statue. Wunderbärchen. Ja. Die Tür ist immer noch zu. Das heißt, der einzige Weg führt hier lang, wo der Stein kam. Ah, Moment, ich habe eine Vermutung, wo wir jetzt gerade rauskommen. Ja, wir sind jetzt hier oben nämlich, wo ich hingucken konnte. Ich dachte, da wäre eine Art Treppe irgendwie, die nach oben führt. Aber nein, das war die Textur von dem Stein, die ich gesehen habe. Das hat mich ein wenig verwirrt. Ja, eigentlich müsste ich mich jetzt hier fallen lassen, um von Lenny direkt wieder eine gewischt zu bekommen. Naja. Ich versuch mal einen Schrägsprung. Vielleicht habe ich Glück. Und zack! Ja, das war glücklich. Glücklich und gut. Brauchen wir die beiden nicht wecken und mit diesem komischen Tiki-Teil. Tiki-Tiki-Teil-Teil. Wir haben immer noch deine Frau geheiratet vom letzten Mal. Nein. Können wir wohl jetzt da in diese Tür rein gegenüber? Und so wie es aussieht, muss ich links lang. Der Stein sinkt. Kommt hier vorne noch ein neuer? Ja, hier kommt noch ein neuer. Speichern. Ist zwar jetzt wahrscheinlich eine blöde Idee, auf dem Stein mitten drauf zu speichern, aber mal gucken. Wir leben gefährlich heute. Hoppala. Und hopsasa. Sehr gut. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Nee, doch, die Leiter war hier. Mein Fehler. Wir waren da drüben noch nicht, wo dieses komische Teil liegt. Ich tippe auf ein Erste-Hilfe-Paket. Von der Form her. Nochmal speichern. Lavabad ist unerfreulich für euch anzusehen. Ich sollte vielleicht mal den Trick nehmen, den ich letztes Mal gemacht habe, dass ich das Ding kopiere und später einfach nur noch einfügen drücke, damit es schneller geht. Das war schon recht hilfreich. Na komm, Plattform. Ich hab dich eben noch gesehen. Brauchst dich nicht verstecken. Wir können über alles reden. Deine Probleme, deine Sorgen, versteckte Affären, Liebesgeheimnisse. Ich werde auch Fotos machen. Nur damit wir uns später besser daran erinnern können. Versteht sich. Fuck! Was ist das? Etwas mit. Fuck, das war eine Falle! Und fuck, das kommt jetzt. Böse! Oh! Gott, Indie. Fick dich! Fick dich, Golem! Fick dich, Golem! Los, geh in die Lava! Du hast es verdient! Geh in die Lava rein, Penner! Boah, ey, das habe ich nicht kommen sehen. Heilige Mutter Teresa. Und so weiter. Genau. Die Mutter Fuckgott, das habe ich letztes Mal schon erfunden. Noch eine Tür. Und hier drüben scheint was zu sein. Diese Tür hat merkwürdige Vorsprünge. Ja. Wo man vielleicht was einsetzen kann, wäre mal meine Vermutung. Der rote Tiki-Schlüssel. Gute Idee. Aber nicht gut genug. Was? Was? Was, wie, wo? Vielleicht hier. Kann ja auch sein. Vielleicht ist da links ja, richtig falsch. Achso. Ja, klar. Ich sehe die Spinne. Indy zieht eine Waffe! Indy! Danke. Was ist das denn? Ein Affe? Was macht ein Affe im Vulkan? Bin ich jetzt bekloppt oder was?